Hallo und willkommen zurück in Frankreich. Ich habe eine Nacht geschlafen, ich bin besser drauf, es ist meine Strecke, ich liebe diese Strecke. Ich habe im Training keinen einzigen Dreher gehabt, obwohl ich ein Training im Regen hatte und bin da 4 Runden gefahren. Ich hatte im zweiten Training hatte ich die Bestzeit, bin das dritte Training nicht gefahren. Ich denke, das sollte jetzt funktionieren. Drückt mir die Daumen. Ein bisschen weit raus, egal. Hat keine Zeit gekostet. Bestzeit im ersten Sektor, sehr gut. Der letzte Sektor ist eigentlich meiner. Mit den schnellen Kurven. Und diese Strecke ist halt so schön, dass sie so viel Platz hat. Oh nein. Zwei Kurven noch. Nein, zu weit außen. Könnte reichen. Ganz knapp, knapper als ich gedacht hätte. Puh. Klasse, du bist auf der Pole Position. Ja. Pole Position. Ich muss halt jetzt nur schaffen, das im Rennen auch durchzusetzen. Das wird das Wir sind Schwierige alle sein. bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die War echt Vordergrenze knapp. der Startaufstellung. Christian, Hamilton und Max Und ich bin Verstappen. nicht langsamer gefahren Damit als im ist das Training. Qualifying Also das beendet, war, aber seien Sie die waren gewiss, einfach auch schneller Sie als im sind schon Training. morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Eieieiei. Dann wird's doch härter als gedacht. Ich darf nicht so viel Fehler machen. Eigentlich gar keinen. Also, aufs Podium kommen ist mein Ziel. Dritter Platz, sehr toll. Ist halt so ein Highspeed-Kurs, ne? Das macht echt Spaß. Okay, das nennt Erlaubt sich auch mal wohl ein kleine Fehler. ordentliches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine Das ist gute genau Chance. meins. Dadurch, dass wir so gut waren, haben Willkommen in wir Frankreich, einem der natürlich auch größten viele Weltmeisterschaften Entwicklungspunkte geholt. weltweit. Hier gibt es nicht nur die Tour de France, es sind nur noch So. wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. Wünsche mir Glück. Rennstrategie, ja. 5 Runden und dann rein. War alles klar, machen wir. Okay, guter Start, das hilft. Okay, wir können ein wenig Abnutzung am Motor erkennen. Sei dir bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden. Scheiße. Ich habe noch nie einen Motor gewechselt. Vielleicht müsste ich mal einen neuen Motor verwenden. Ich bin halt immer auch nicht viel gefahren. Und jetzt Konzentration, denk nicht an den Motor. Gut. Die haben alle mehr Leistung. Das merkt man halt direkt auf der Geraden. Und das bei so einer Strecke ist halt ärgerlich. Ja, sobald es auf der Geraden kommt, holt er auf. Obwohl ich gut rausgekommen bin. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich nicht gut rausgekommen bin, sondern er hat einfach einen besseren Motor. Muss ich halt die Kurve noch besser fahren. Oh, bisschen zu doll den Körb genutzt werden.
Scheiße. Das war nicht gut. Jetzt kommt Verstappen an mir vorbei. Ich habe ihn gut abdrängeln können, sehr gut. Nicht so viel Fehler machen. Oh, das ist gar nicht gut. Das war, dadurch habe ich echt Schwung verloren. Und das bringt Verstappen wieder näher ran. Mann. Okay, diesmal besser, den letzten Sektor. Gleich ein bisschen Vorsprung rausgeholt, sehr gut. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Okay, ich nehme die Kurve lieber außen und fahre lieber ein bisschen weiter im Bogen, als dass ich hier wieder wegrutsche. Das funktioniert anscheinend nicht. Ja. Oh Mann, er ist im DRS-Fenster drin, das ist nicht gut. Oh, das war gar nicht gut. Was mache ich denn hier? Wenn du weiter so die Kurven schneidest, brummt dir die Rennleitung ein. Ja, ich weiß. Oh, Scheiße. Nee. Mist. Mehr Leistung und DRS hat er jetzt. Aber gut abgedrängelt und keine Verwarnung dafür bekommen, also nicht schlecht. Falsche Taste. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Ja, habe ich schon gemerkt. Was ist mit Bottas passiert? Ach, die fahren jetzt schon in die Box. Oh, das ist nicht gut. Diese
Runde. Diese Runde. Jetzt mach Druck. Eine Zeitstrafe erhalten, die mit der Gesamtzeit am Ende verrechnet wird. Das könnte mir den dritten Platz kosten. Wobei ich jetzt wieder zwei frei habe, das hilft. Aber ich bin noch erst in Runde 5, also. Ich bin hier noch nie in die Box gefahren. Hätte ich vielleicht mal testen sollen. Ich bin vor Verstappen geblieben, das ist gut. Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Hab ein bisschen Platz nach vorne, das ist auch sehr gut. Das ist jetzt nicht gut, er ist zu dicht dran. Muss ich jetzt schnellstmöglich überholen. Okay, hier ist Jeff. Du musst mit dem Schneiden der Kurven aufhören, sonst verpasst dir die Rennleitung eine Strafe. So eine verdammte Scheiße. Warum? Ich hätte eine Sekunde verloren, wäre ich hintergeblieben. Mazepin ist jetzt in der Boxengasse, eine Sekunde. Und dafür riskiere ich so einen Scheiß. Mann, ey. So ein ganzes Rennen konzentrieren ist halt schwieriger als gedacht. Und ich muss halt echt vorsichtig sein, weil sonst kriege ich gleich wieder eine Strafe. Hamilton geht jetzt vorbei. Der hat mehr Leistung. Und DRS. Ricardo will auch. Oh Mann. Okay, vielleicht komme ich in die Punkte.
Okay, wie ist denn der es? Da hat Ricardo nicht nur den Vorteil, dass nur er ihn hat. Gut, ich habe DRS, Ricardo glaube ich nicht. Das ist gut. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 18,1 Sekunden. Erste Kurve langsamer, dafür zweite schneller. Christian, lern das. Okay, ich bin im DRS-Fenster. Sehr gut. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Es sind auch nur noch fünf Runden. Also alles gut. Darf nur nicht mehr abkürzen. Fast gerutscht. Uiuiui. Das sieht gut aus. Vielleicht werde ich noch Vierter. Erste Kurve langsamer, zweite schneller. Christian, lern das. Okay, jetzt wird's. Jetzt geht's wirklich nur noch um Punkte. Kurven bremsen, wir wollen keine Strafe aufgebrummt bekommen. Okay, hinter dem Fahrer ist eine Lücke, das sollte gut ausgehen für mich. Wir haben noch Benzin für etwa vier Runden. Erste Kurve langsamer, dafür zweite schneller. Sehr gut.
Ich muss unbedingt im DRS-Fenster bleiben. Das ist wichtig. Und meine Reifen sind besser als seine. Wahrscheinlich muss ich ihn dann in der letzten Runde überholen. Oh nein. Ich glaube, ich bin jetzt draußen aus dem DRS-Fenster. Ja, nee, doch nicht. Puh. Knapp. Ich habe schon fast 6 Sekunden auf Ricardo wieder. 1,5 Runden noch. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das Gefühl, oder lässt der Motor jetzt richtig nach? Verstappen hat gerade die bislang schnellste Runde des Rennens hingelegt. Mist, Mist, Mist. Nochmal 3 Sekunden, 9 Sekunden und Scheiße. Jetzt geht es nur noch darum anzukommen. Punkte sollte drin sein. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,9 Sekunden. Aber ich darf halt keinen Fehler mehr machen. Du liegst nur 2 Sekunden hinter deinem Vordermann. Gib weiter Gas. Ich habe 9 Sekunden Strafe, Jeff. Das weißt du. Oh, ist letzte Runde. Puh, ich bin ins Ziel gekommen. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Eieieiei. Volle Konzentration. Hab auch geschwitzt ein bisschen. Und trotzdem so schlecht gefahren. Großartige Leistung von Red Bull. Was für 9 Sekunden Zeitstrafe. Red Bull ist der heutige Gewinner nach dem. Wo bin ich gelandet? Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen der Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Max Verstappen führt nun in der Fahrer-Weltmeisterschaft. Also Stefan, lass uns doch ganz knapp Siebter. Zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages mein Fahrer des aber Tages Punkte waren, da hätte ich nochmal 3 mehr bekommen können. Ja, gut. Konkurrenten mit Leichtigkeit auf die Plätze verwiesen. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation. Dann haben wir mal Punkte geholt. Wirklich sehr, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Hat Spaß gemacht, ja. Großartige Leistung. Ja, bin zufrieden. Ja, ja.
Enttäuschung gewesen sein, wegen Strafen auf das Siegertreppchen verzichten zu müssen. Glauben Sie, dass die Offiziellen richtig entschieden haben? Ah, blöd. Sie schienen das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Ihr Team ist sicher begeistert. Wie schätzt Sie die Konkurrenz in dieser Saison für sich ein? So, dann haben wir doch mal wirklich ein gutes Wochenende hinter uns. Es hat Spaß gemacht, wenn das halt immer so wäre, ne? Hol ein bisschen auf, aber auch nur einen Punkt. Das bringt gar nichts, weil er halt 10 Punkte Vorsprung hat. Naja, gut, aber Teamanerkennung hat sehr, 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 sehr gut aufgebaut. Das ist wunderbar. Mal gucken, was ich an Geld bekomme dafür. Erstmal vom Sponsor kriege ich ja meinen Bonus. Das ist schon mal knapp 150.000. Das ist gut. Grundauszahlung gibt es trotzdem nicht mehr. Naja. Okay. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Und bis demnächst. Ciao, ciao.